So, ich war auch einmal ein bisschen jünger, als ich es jetzt bin. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Und wie ich so, glaube ich, 15 war, wir sind mit meinen Eltern immer jedes Jahr irgendwo Urlaub gefahren und manchmal mussten wir uns 1000 Sachen anschauen. Aber das war mir nicht so wichtig. Ich kann mich erinnern an diesen einen Urlaub, das war an einem Stausee. Das war irgend so ein Urlaubsort für Militär früher gewesen und nach dem Umbruch war es ein bisschen besser, da konnte jeder dann hin. Und naja, das war der Abreisetag für mich und meine Familie. Und wir haben alle gepackt, also meine Eltern, mein Bruder und mein Opa. Blöderweise war es auch mein Geburtstag. Und noch blöder war, alle haben es vergessen. Ja, also echt. Ich hatte auch Mitleid mit mir selber. Und ihr könnt euch vorstellen, was im Kopf eines Teenagers dann vorgeht. Also die sind so fies, die können sich nicht einmal erinnern. Und ich habe die ganze Fahrt nach Hause, und wir sind, glaube ich, so 6-7 Stunden unterwegs gewesen, darauf gewartet, dass jemand mir wenigstens zum Geburtstag sagt, du, alles Gute, na, und ein Geschenk bekommst du heute nicht, aber wurscht, wir wünschen dir trotzdem was Gutes. Und das ist nicht eingetroffen. Und ich habe gemerkt, die ganze Fahrt über war ich mit mir selber beschäftigt, wie mies es mir geht, wie arm ich dran bin und wie die Welt ungerecht ist und so weiter und so fort. Das kennt ihr, diese Gedanken wahrscheinlich. Irgendwann am Abend haben sie sich daran erinnert, dass ich Geburtstag habe, haben doch gratuliert. Ja. Warum ich mich daran erinnere? Weil das Evangelium mich daran erinnert. Ihr könnt euch vorstellen, Jesus geht mit seinen Jüngern alleine, ganz bewusst, weil er sie über etwas belehren möchte. Und das, worüber er sie belehren möchte, ist, ja, dass er ausgeliefert wird, sterben wird, am dritten Tag auferstehen wird. Und traurig ist nicht, dass die Jünger das nicht verstehen. Also, das steht im Evangelium, sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Das ist eigentlich nichts Unübliches bei den Aposteln, die verstanden meistens nichts davon, was Jesus ihnen erzählt hat. Ich glaube, das ist nicht das, was mich hier anspricht, sondern die scheuen sich, Jesus mal zu fragen, was er damit meint. Und ich glaube, die haben gesehen, vielleicht sein Gesicht, als er ihnen gesagt hat, also der Menschensohn, er hat von sich selber gesprochen, wird da einen elenden Tod sterben für euch. Und keine von denen, keine von den Jüngern ist drauf gekommen, ihn zu fragen, du, wie geht's dir eigentlich? Gut, es waren Männer, ne? Muss man auch... Ja, also es ist nicht so ohne. Männer fragen nicht danach, wie es einem anderen Mann geht, normalerweise. Das ist nicht normal, dass man sowas fragt. Und noch vor 2000 Jahren, da ist kein Mann drauf gekommen. Aber von den Aposteln könnte man sich erwarten, dass sie irgendwas, eine Unruhe in sich selber spüren. Und Jesus fragen wenigstens, na, wie hast du das jetzt gemeint? Nicht einmal das kommt von ihnen. Wie musste sich Jesus fühlen? Wie einsam er da war? Und das ist nicht einmal schlimm, dass sie unterwegs dann darüber streiten, wer der Größere ist. Jesus ist ihnen deswegen nicht böse, also zumindest im Markus-Evangelium nicht. Er steigt darauf ein und erklärt ihnen, was es heißt, der Größte zu sein, als Diener aller. Er bleibt ganz ruhig. Dieses Evangelium zeigt uns, wer Gott ist und wer wir sind. Und Gott ist so wie Jesus. Er bleibt ruhig. Er ist manchmal echt einsam mit uns unterwegs. Und er kann seine Gefühle auch zurückstecken. Auch wenn Gott manchmal Wutausbrüche hat, wenn man die Bibel liest, kann man einige solcher Stellen finden. Aber hier bleibt er ruhig, weil er weiß, sie werden es irgendwann kapieren. Vielleicht wird es ein bisschen später als früher sein, aber sie werden es kapieren.
Und er steckt auch seine Traurigkeit zurück. Und weil er den Jüngern etwas erklären will, geht er darauf ein, was sie gerade interessiert. Also Gott ist echt großartig. Er lässt sich davon nicht beirren, dass deine Interessen ganz anders sind als seine. Er interessiert sich für dich, so wie er sich für diese Jünger interessiert. Und trotzdem glaube ich, dass Jesus da Gefühle hatte, auch wenn er ein Mann war. Dass er diese Gefühle hatte, von denen ich gesprochen habe, diese Einsamkeit, Verlassenheit. Irgendwie muss ich alles alleine machen, die kapieren nichts. Die interessieren sich nicht für mich. Und wisst ihr was, in der Nachfolge geht es nicht nur darum, den Fußspuren Jesu zu folgen. Das erzählen uns die Ostkirchen immer wieder. Es geht darum, wie Gott zu werden, gleichförmig, Christusähnlich zu werden. Also so wie er. Und wenn dich vielleicht mal so ein Gefühl packt, dass du alleine alles erledigen musst und niemand dir zur Seite steht oder niemand sich dafür interessiert, wie krank du bist, wie elend es dir jetzt im Moment geht, wie arm du dran bist, wie ungerecht die Welt ist, diese Gefühle können einen guten Grund haben. Ich möchte das nicht lächerlich machen. Vielleicht gibt es gute Gründe, dass es dir elends geht, hier oder dort. Aber wenn du solche Gefühle hast, schau auf Jesus, wie er heute ist. Genauso wie du. Und trotzdem, also das ist nicht so, dass Jesus so toll war und dass seine Gottheit das alles Menschliche überdeckt. Einer der ersten Konzile lehrt uns, er war ganz Mensch und ganz Gott. In dir ist auch das, was in Jesus steckt. Dass du vielleicht deine eigene Traurigkeit oder was da drinnen in dir schlummert, egal ob du es benennen kannst oder nicht, auch zurückstecken kannst. Um das Evangelium zu verkünden, um diese Botschaft, die Jesus heute seinen Jüngern zu erklären versucht und die doch nicht ankommt, hinauszutragen. Mit deinem Leben. Und vielleicht geht Jesus auf jetzt auch in dieser Stunde, in diesen Tagen auf deine Interessen ein. So wie er sich für Jünger interessiert, weil die wollen wissen, wer ist der Beste. Ne? Also so ein bisschen Wettkampfsituation ist auch nicht schlecht. Und Jesus nutzt das eigentlich aus, um ihnen zu zeigen, was es heißt, ein Leader zu sein. Ja, dann musst du allen dienen. Das heißt, du musst das Klo hinter allen putzen. So ist das. So sieht Leiterschaft bei Jesus aus und nicht anders. Und du kannst mit der Nase rümpfen, wenn du Jesus nachfolgen willst, geht es so. Und du wirst nicht da irgendwo vorne stehen und von anderen bewundert werden. Darum geht es nicht. Und wenn du dann vorne stehst, dann wirst du auch merken, was für ein Trottel du manchmal sein kannst. Dass du die Sachen, die du erzählst, ja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ne? Ich verkünde diese frohe Botschaft, kann sie aber an manchen Tagen gar nicht glauben. Und trotzdem benutzt dich Jesus auch. Oder will dich benutzen. Für seine Sache. Weil die Sache es wert ist. Und er möchte dich nicht überrumpeln oder ausnutzen, sondern das ist so eine sanfte Einladung. Das ist eine ganz sanfte Stimme in deinem Herzen. Er lädt dich zu etwas Besonderem ein. Und heute, vielleicht kannst du auf den zweiten Teil des Evangeliums verzichten, und nicht Jesus an den Kopf alles werfen, was dir jetzt wichtig ist, sondern beim ersten Teil ein bisschen verweilen und ihn anschauen. Ich glaube, deswegen ist es auch gut, dass dieser Raum ein Anbetungsort ist letzten Endes, wo der Herr angebetet wird.
weil er derjenige ist, der für uns gestorben ist, der uns erlöst hat, der uns gerettet hat, der das Leben für uns hat. Und abschließend noch, warum kann Jesus seine eigenen Gefühle ein bisschen zurückstecken? Also das ist ganz, ganz, ganz einfach. Weil er wurzelt in der Liebe des Vaters. Das ist das, was ihm Kraft gibt, wovon er sich speist. Und nur deswegen kann er seine eigene Schwäche überwinden und trotzdem für andere da sein. Und bis zum Kreuz dient er seinen Jüngern und darüber hinaus auch.